Taucher, Hausmeister und Modellflieger einen. Michael Lützel. Seine große mitgebracht, Jürgen Schönes, BF-109. Das meistgebaute Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg, das ist die BF-109 gewesen. Über 16.000 Stück wurden gefertigt, sicherten lange Überlegenheit der deutschen Luftwaffe. Die Alliierten mussten sich einige Zeit lang strecken, bevor sie mit Spitfire, Mustang diese Luftherrschaft brechen konnten. Ein Modell ist, wie alle unsere Modelle, aus Depron gebaut. Mit Sankt Depron kenne ich nicht. Finden Sie im Baumarkt unter dem Begriff Untertapete. Ein wunderschöner Eigenbau mit Einziehbau, Querruder, Klappen, Spreizklappen. Die lange typische Schnauze, wo dieser 12-Zylinder Reihenmotor drunter gehört. Messerschmitt-Stiftung hat nur zwei Stück davon. Die fliegen sogar, wenn sie irgendwo die Chance haben. Nee, BF-109, B-109, wie sie ja liebevoll genannt wird. Zu hören, zu sehen, gehen sie hin. Es ist ein Genuss für die Uhr. Muito mais.